Hallo und herzlich willkommen zur Nähanleitung von Caro. Caro ist das Schnittmuster des Monats aus dem Januar und ist ein wunderschönes Polunderkleid, das du in lang, aber natürlich auch in kurz nähen kannst. Und ich zeige dir heute die einfache Variante. Viel Spaß dabei! Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch gerne einen Daumen hoch da oder abonniere meinen Kanal. Und jetzt geht's los. Los geht es entweder mit dem Vorder- oder Rückenteil. Das kannst du dir aussuchen. Ich habe jetzt hier die vordere Seite genommen und du nähst die Seitenteile als allererstes an das jeweilige Mittelteil. Das heißt, ich habe hier das vordere Mittelteil und habe jetzt hier rechts schon mal das rechte Seitenteil rechts auf rechts angesteckt und das wird jetzt einmal der Naht entlang lang genäht. Und ich möchte gerne noch etwas zu den Schnittteilen sagen, weil das am Anfang ein bisschen verwirrend aussieht. Damit Caro gut sitzt, sind in den Schnitt Abnäher hinein konstruiert. Die nähst du aber nicht so wie Standardabnäher. Ne? Also so, das ist ja manchmal so ein kleiner Stolperstein, bevor man sich graut, sondern die sind in diese Linienführung vom Schnitt eingebaut. Das heißt, du siehst das Mittelteil hier, das hat diese Rundung und die Kurve und das Seitenteil hier unten, das ist gerade geschnitten. Und dadurch, dass du die zwei Teile eben zusammennähst, kommt da die Kurve und der Abnäher wird gebildet und Caro sitzt eben richtig schön. Genau. Nur nochmal zur Info, keine Angst, ist ganz einfach zu nähen und sieht auch hinterher toll aus. So, also, du nimmst jetzt die zwei Seitenteile und nähst die rechts auf rechts an das jeweilige Vorderteil und das jeweilige Rückenteil und hast dann damit dein Vorderteil und dein fertiges Rückenteil. Jetzt geht es ganz einfach weiter, so wie du es gewohnt bist. Du legst jetzt Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander und nähst beides an den Schultern zusammen. Jetzt geht es auch schon weiter mit dem Versäubern der Armausschnitte. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Schnell- und Einfach-Methode. Ich verlinke dir hier oben nochmal das Video, wie du im Caro auch extra schön nähen kannst. So, ich habe jetzt hier in dem Fall den Armausschnitt einmal mit der Overlock versäubert. Du kannst hier auch gerne noch elastisches Nahtband aufbügeln, wenn du einen sehr, sehr elastischen Stoff hast. Und wenn du einen Stoff nimmst, der ausfranst, dann solltest du das Ganze nicht nur hier entlang des Ausschnittes, ne, Achtung, da, das ist der Armausschnitt, nicht nur dort lang versäubern, sondern dann kannst du auch in dem Schritt jetzt gleich die Seitenteile mit versäubern. Denn die werden gleich mit der normalen Nähmaschine zusammengenäht, weil da ja der Schlitz reinkommt. Genau, aber jetzt geht es erstmal weiter an den Armausschnitt. Also ich habe jetzt in dem Fall hier beide Armausschnitte versäubert, dann die Nahtzugabe hier nach innen auf die linke Seite umgeklappt und dann mit einem elastischen Stich festgenäht. Ich nehme da wirklich immer gern den Zickzackstich und dann ist zack hier einmal, also sind einmal beide Armausschnitte versäubert. Ich zeige dir das jetzt auch noch mal kurz aus der Nähe. Ich habe jetzt extra blaues Garn zum Versäubern genommen, damit du das ein bisschen besser siehst. So sieht das Ganze aus, von außen schön ordentlich und von innen auch. So, jetzt geht es an die Seitennähte ran. Jetzt werden die Seitennähte zusammengelegt, indem du Vorderteil und Rückteil rechts aufeinander legst. Du kannst das Ganze einfach bis runter nähen. Das könnte dann aber so ein bisschen schwierig werden bei der Kleidvariante mit dem Laufen. Deswegen werde ich einen Schlitz mit hineinmachen. Und wenn du noch nicht ganz genau weißt, wie hoch dein Schlitz sein soll, dann häng dir jetzt einmal Caro über, guck, wie hoch er sein soll, markier dir das Ganze und dann nähst du bis dahin die Seite zusammen. Also wie gesagt, du kannst das einmal durchnähen oder aber eben mit einem Schlitz. Ich habe mir jetzt diese Höhe ausgesucht. Das kriegst du wirklich am besten raus, wenn du Caro im Prinzip anprobierst, in Anführungsstrichen, und schaust, wie das bei dir am besten passt. Du kannst ja Caro auch in deiner Wunschlänge nähen, ne? So, ich mache mir jetzt hier eine Markierung rein und nähe dann die Seite einmal von der Achsel ausgehend nach unten bis zum Schlitz zusammen.
Ich habe jetzt in dem Fall hier eine Schlitzhöhe von ungefähr 10 cm genommen. Das kannst du aber so machen, wie gesagt, dass es für dich vom Tragen her schön ist. Und ich nähe jetzt dann auch die Seiten mit der Nähmaschine zusammen. Und wenn du nämlich die Nähmaschine dafür nutzt, dann hast du ja die Nahtzugaben von innen lose. Das siehst du jetzt hier schon mal ganz gut von der Innenseite. Und sie klappen sich eigentlich auch schon richtig schön auf der Innenseite Richtung, Richtung Polunderkleid. Und hier kannst du einmal nochmal aufbügeln, wenn du möchtest. Oder wenn alles sich so schon gut legt, dann klappt jetzt die Nahtzugabe auf die Innenseite vom Polunderkleid und nähe sie mit einem elastischen Stich fest. So, hier oben ist das Ganze noch locker, genau, aber ja, das stört das ja nicht. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, auch die komplette Seitennaht feststeppen. Wichtig ist, dass du über dem Schlitz nochmal verriegelst mit einem geraden Stich, aber das siehst du in der Anleitung auch nochmal ganz genau. Genau, so sieht das Ganze dann von außen aus, auch schön, sauber und ordentlich. Ich zoome jetzt nochmal ran und ja, das ist eigentlich eine wunderschöne Optik. Es ist ganz, ganz leicht zu nähen und ja, hat einfach einen wunderschönen Effekt. Ne? Das ist hier die Innenseite und wenn du dann den Schlitz aufeinander legst, dann hast du von außen so eine wunderschöne, glatte Optik. Als letztes klappst du jetzt die Saumzugabe vom Abschluss einmal nach innen um und nähst sie auch wieder fest. Natürlich auch hier wieder mit einem elastischen Stich. Und dann wäre Karo einmal schön gesäumt. Und nun fehlt eigentlich nur noch der Halsausschnitt. Und hier machen wir das jetzt auch auf die einfach und schnelle Art und Weise. Und du nimmst auch hier die Nahtzugabe, klappst sie nach innen um und nähst sie mit einem elastischen Stich fest. Und zack, ist Karo in der schnell und einfach Variante auch schon fertig. Denk dran, ich habe dir hier oben auch die besonders schöne Variante noch verlinkt, aber auch die Variante hier, wenn es schnell gehen muss, die reicht auch schon aus. Ja, also so sieht Karo dann als Kleid aus. Wie gesagt, du kannst es auch in der Länge nähen, wie du möchtest, auf Polunderlänge oder ja, als Kleid übers Knie. Lass deiner Fantasie da einfach freien Lauf. Du kannst auch mit verschiedenen Stoffen spielen durch die Teilungsnaht. Also da bin ich ganz gespannt, was du zauberst. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und immer daran denken, das ist die ergänzende Anleitung zum Schnittmuster. In der Anleitung, die gedruckt ist und als E-Book und Papierschnitt, habe ich natürlich auch alles nochmal ausführlich mit vielen Bildern erklärt. So, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und Tragen. Tschüss!